Und damit willkommen zurück hier bei Don't Starve. Okay, wir schauen mal bei den Tools gerade nach, denn ich möchte gerne einen Rasierer haben. Pitchfork könnten wir uns machen, will ich nicht, nein. Ein Razor, da ist er ja. Super. Wow. Wow. Okay, eine Menge Barthaare. Ich habe aber vergessen, was ich mit den Barthaaren anstellen wollte. Naja, ja, irgendwas Sinnvolles war es bestimmt. Ist denn das Fleisch fertig? Nein, das braucht noch eine Weile. Okay, ist nicht wirklich so schlimm. Wir haben Twigs dafür gebraucht. Kohle haben wir, glaube ich, genügend. Und wir brauchen Gras. Sehr schön. Okay, dann sammeln wir mal. Weil, wie viele machen wir uns? Das ist die Frage. Da hüppeln ja drei durch die Gegend. Ich würde sagen, wir machen uns tatsächlich nochmal drei Stück. Dann haben wir da auf alle Fälle genügend Dörrfleisch. Mal schauen, wie lang uns das hält. Ich hoffe, das hat keine Haltbarkeit. Das wäre formidabel. So. Nein, 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 du Vogel. Hier nicht. So, sehr schön. Und dann schauen wir mal einfach uns noch ein bisschen um der Umgebung. Ah, da. Ich habe es gesucht. Ah, wir könnten mal gucken, dann auch die besseren Werkzeugtools. Jetzt macht das Ding doch mal Platz. So. Kriege mal hin. Und meine Taschen sind natürlich gerade wieder vollkommen überfüllt. Naja, was soll's, was soll's. Lalala. Sehr schön. Ich sollte die Gegner da ausgraben, weiß ich. Ah, gut, okay, warum auch immer das so ein ganz kleiner Baum ist. Ich wahrscheinlich auch mal irgendwann abgehackt. Muss ja so sein, wenn da nur noch der Stamm rausguckt. So. Flintstone kommt, nehmen wir auch noch mit. Was soll's? Ja, ja, Hase. Ich will doch von euch nichts. Ich habe dort unten genügend von euch. Vorerst, und dann können wir ja mal schauen. Zumindest mal für den nächsten Tag, dass wir mal... Da waren doch irgendwo Tierspuren. Die waren sogar weiter oben. Die könnten wir ja mal wieder suchen gehen. So. Vielleicht, aber da müssen wir wirklich mal ordentlich Ressourcen mitnehmen, gerade Gras und so Zeug. Damit wir da ein kleines Lagerfeuer machen können, um einfach mal zu schauen, ob wir da vielleicht in dieser Mine dort unten vielleicht nicht noch irgendwas Interessantes finden. Oder mal die anderen Wurmlöcher noch ausprobieren. Ich glaube aber nur durch das eine ist ein bisschen gefährlich, da durchzugehen. Naja. Was uns nicht tötet, härtet uns ab. So, Verstand sieht sehr gut aus. Leben sieht exzellent aus. Dann nehmen wir dann noch ein paar Beeren mit, weil die hier sind nicht mehr... Naja, 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 nicht so gut. Hat sich aber erledigt, das Problem. Ansonsten... Ja, sollte... Na, Twix werden wir noch brauchen. Dann haben wir erst 9 Stück im Gras. Was haben wir denn da eigentlich? 24, ja... Müssen wir halt noch zu Rope weiter verarbeiten. Ich hoffe, es langt. Ach, da drüben ist ja der Friedhof. Mit den netten Viechern. Oder die zum einen netten Geist, sagen wir es mal immer so rum. In der Hoffnung, er lässt uns jetzt hier natürlich in Ruhe. Das wäre jetzt ein bisschen arg schlecht. So. Dann mal gucken, was wir hier noch alles machen können. Definitiv. Können wir uns hier die Sache nochmal durchschauen? Ich glaube, das war ja das Loch nach unten, oder? Ach, das sehen wir dann einfach. Jetzt will ich nur mal halt eben noch ein paar von diesen Dörrfleischteilen da machen. Das war da... da, die Richtung. Die ganzen Hasen hier mal wieder einsammeln können. Und die Fallen neu aufsetzen können. Da, 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 da. So, ah! Oh, guck mal einen an. Wollte schon sagen, habe ich eigentlich, war ich schon so schlau? Dann holen wir uns doch den einen gleich. Und setzen neu auf. So. Sehr schön. So rasiert sehen wir auch wieder ganz gut aus. Dann muss ich gucken, was das war eigentlich mit diesem. Halt erst Mörderspiel, genau. Was das war, wozu wir diese Barthaare gebraucht haben. Für irgendwas war es ja. Es gibt auch weibliche Charakter. Wie sieht's denn da aus dann mit den Barthaaren? Könnte interessant werden.
Cook sollte man vielleicht anklicken und ansonsten schon mal ein bisschen Holz auflegen. Den Rasierer packen wir. Naja, auch mal irgendwo weg. Da ist doch Platz. Sehr schön. Was geht denn uns da oben kaputt? Das ist natürlich ärgerlich. Wir bräuchten halt echt den Kühlschrank. Aber bei Feind war ja nichts mit Teilen drin, ne? Nightmare Fuel. Okay, ja. Sehr schön. Wir sollten uns vielleicht mal so ein bisschen verrückt werden lassen, dass wir diese... wo sind sie? Genau hier, dieses zweite Dach. Guck mal, Nightmare Fuel. Ach so, das kann ich auch craften. Wo war's denn? Was ist denn das da? Ja. Sagt mir jetzt so prinzipiell rein gar nichts. Und das Feuer wird ein bisschen zu low. Okay, definitiv erstmal Refine und Rope. Ich glaube, wir haben zwei Stück pro gebraucht. Also machen wir vier Stück. Komm, mach nochmal zwei dazu. So. Dann, bitteschön. Dann haben wir drei gebraucht. Ja, gut, dann langt das ja gerade so zwei. Dahin bitte. Sehr schön. Und... Achso, halt. Ich habe jetzt nur eins... Achso, ja, machen wir da hinkommen, was soll's. Ziehen wir die Mauer so irgendwie drumherum. Das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Gar kein Problem. Ich lass mal das... Komm, wir holen erst die Hasen und dann gehen wir los. So. Du hast Glück, darfst überleben, mein Freund. Hä? Was hältst du denn davon? Deine anderen beiden Kumpels haben nicht so viel Glück. Scheiße, ne? Oh. Oh, die armen Häschen da. So. Was kann man aus Dörrfleisch kochen? Ich habe keine Ahnung. Na. Mal ist es links, mal ist es rechts zu klicken. Wir nehmen den Hasen doch mit. So, das ist gerade gewachsen. Deswegen, das sah gerade so aus, als wäre da hinten dran irgendwas. Wir nehmen den Kollegen doch mit, dass wir den vielleicht futtern können. Und zumindest mal das Gold und die Kohle will ich weglegen. Genauso die Steine und den Pumpkin lassen wir dabei. Den können wir ja immer noch futtern. Ansonsten sieht's aber gerade mau aus. Und ich habe das falsche Gerät weggelegt, sehe ich da gerade. Was Kistenplatz angeht. Oh, Mann. Ich wollte doch jetzt losgehen. Eine Chest braucht drei Bretter und wir brauchen vier Holz für ein Brett. Oh, gut, okay. La-da-da-da-da. So hat man eigentlich immer irgendwas zu tun und kommt nicht zu dem, was man eigentlich tun wollte. Und dann sind schon wieder 8 Minuten oder knapp 9 Minuten vorbei. Ah, herrlich. Gott sei Dank geht das hier einigermaßen fix bei diesen großen Bäumen. So, zwei Stück werden wir noch brauchen. Und dann können wir den ganzen Rest, was wir einfach nicht brauchen, da lassen. Und vielleicht haben wir noch ein bisschen was über. Und dann können wir zumindest irgendwo noch ein bisschen campen. Wir müssen ja nicht gleich wieder zurück. Es eilt ja noch nicht. Dann werden wir den Baum hier auch noch gleich mitnehmen. Was soll's? So, und du auch noch. Und gleich auf alle Fälle wieder einpflanzen. Das ist immer eine wichtige Angelegenheit. Damit man einfach zu gegebener Zeit wieder Holz hat. Ist ja logisch, ne? So, nein, das da wollte ich. Da. Na, komm schon. Das muss da gehen, wo ich es will. So. Na, da will ich alles. Der will mich ärgern. So, das wird jetzt eh nur noch für zwei Stämme lang, gell? Nö, dann hätte mal. Cool, ein bisschen mehr. Sehr gut. Und swap. Dann werden wir uns Gold mal suchen. Wir nehmen den Ice Rock noch mit. Oh, also komm, wir haben gut zu tun. Nee, lass ich. Ich esse die Dragon Fruit. Das
Dingen da. Das dürfte wohl lecker schmecken. Ja, geht so. Pui, pui, wa. So, wir brauchen erst wieder mal Bretter. Komm. Das hier geht auf diese Doppelklicks nicht so, wie ich will. Das war ein bisschen viel, aber egal. Da. So. Und die dahin. Ist ja eigentlich egal, wo die steht. Danke sehr. Und dort packen wir jetzt den ganzen Rest rein, den wir nicht wirklich benötigen. Das dann noch da rein. Und ansonsten sieht es gut aus. Wir nehmen den Eis-Stuff mit. Ich glaube, den zweiten haben wir ja. Also von daher haben wir zumindest etwas, womit wir einigermaßen gut angreifen können. So. Ein bisschen mehr Fleisch. Ich meine, wozu habe ich das ganze Zeug, wenn ich das nicht nutze? Ihr habt keine Lust, lange zu leben, habe ich das Gefühl, hä? So, soll mir aber auch egal sein. Ich meine, Hallöchen. Hat man ja echt gar keine Probleme zu überleben. Mensch. Ach, komm schon, jetzt ist schon wieder dunkel. Warte mal. Das Wurmloch wollte ich ja mal testen. Wo wir da hinkommen. Beziehungsweise, ich habe da gerade was anderes entdeckt. Das ist interessanter. Also, untersuch mal. Darüber. Zum Friedhof. Echt jetzt? Oh Mann. Nö, nein, nein, mal. Ich bin immer gespannt, was uns da erwartet. So, einmal in die Richtung hier. Da. Ist ein bisschen schwierig zu erkennen, wohin er denn genau will. Oh, ich habe gerade gedacht, er will was Falsches machen. Wir nehmen das mal so. Schnappen uns hier die Beeren. So. So, also die zeigen so schräg. Okay. Ah. Wäre ich doch nur mal einen Meter weiter gelaufen, ne? Hätte ja schon geholfen. So, runter. Wir nehmen natürlich alles mit, was wir bekommen. Ganz klar. So. Das da hier noch. Wir könnten auch mal Nacht übernachten. Das ist ja eigentlich... Ah! Bist du etwa das böse Viech? Ich meine, dich hatte ich doch schon mal, ne? Also von daher... kommst du raus? Komm raus. Ich weiß, dass du da drin bist. Komm her, komm. Put, 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 put. Bist du das böse Viech? Echt? Ah, gut, komm, mach mal. Der Busch sieht auch irgendwie ziemlich zerfleddert aus. Das Viech ist doch da rein. Wo ist denn das jetzt hin? Okay, ich habe keine Ahnung. Gucken wir mal weiter, vielleicht... Okay, ich wollte gerade sagen. War es das ja noch nicht mal. Das wäre natürlich auf der einen Seite formidabel, auf der anderen Seite natürlich sehr formidabel. So. Da. Ich möchte jetzt auch dann nicht zurück. Wir werden dann auf jeden Fall... ich glaube, das müsste ich erst noch erfinden. Survival, ne? Ja, machen wir mal ein Feuer. Eine Fockel. So. Was hat jetzt eigentlich da fürs Feuer gefehlt? Ach, Holz. Sowas aber auch. Das ist jetzt natürlich ungeschickt. Wir laufen einfach mal damit. Was soll's? Können wir uns eine zweite machen, so zur Not? Ja. Halt, zu weit. Das Problem ist natürlich, so sehe ich nicht, wo die Spuren sind. Wir machen das einfach mal so ein bisschen auf Gefahr. Wir sollten definitiv ein bisschen was essen. Also, es müssen ja hier irgendwo in näheren Umgebungen sein. Da. Mensch. Okay. Dann gib mir mal den Stab, wenn die Spuren...
What the heck ist erstens das und zweitens, what ist das? Cool, nicht gut, nicht gut. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, no, 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 no. Mein Stab hält doch nicht mehr so aus. Weißt du, du Viech? Also, ich wollte gerade sagen, ich habe eigentlich noch nicht vorgehabt, so aufzuhören. Cool. Wow, also jetzt haben wir jede Menge Miet. Wir haben einen Elefantenrüssel und wir haben... Oh. Hi, Chester. Ja. Okay, wir haben einen Elefantentag. Okay. Kommt der jetzt durch diesen Stab? Ja, jetzt folgt er uns wieder, oder? Ja, tatsächlich. Cool. Ah, ich verstehe. Unsere automatische Ich-folg-mal-Kabulator-Tasche. Yeah. Kann der Schaden kriegen? Ich weiß es nicht. Gut. So. Jetzt haben wir natürlich jede Menge Essen, das ist natürlich, oder Fleisch, das ist natürlich genial. Wir sollten daher wirklich schauen, dass wir jetzt an den Kühlschrank rankommen. Da brauchen wir natürlich erstmal die Teile, die entsprechenden. Also es wäre natürlich schon schade für das ganze Futter. Jetzt, Moment, pass mal auf. Wo bekomme ich solche Teile her? Das ist das, also das da hier will ich machen. Hier diese Icebox. Gears. Das ist kein Problem. Junge, du bist so dämlich. Komm. Komm. Bei Fuß, komm rum. So. Komm her. Wo kommt man das her? Gemologie, Eisstuff, bla, ja, okay. Hats, nein. Magic. Magic wird es allerdings auch nicht sein. Feind, nein, nein, nein. Was wir auf alle Fälle machen werden, Survival. Wo ist es, wo ist es, wo ist es? Und irgendwo habe ich es auch mal gesehen. Wir brauchen ein Seil. Das ist gar kein Thema. Komm, hör auf da. Ich will hier aber auch immer mit der Maus scrollen. Mit dem Mausrad. So, Survival. Hier. Sehr schön. Dann können wir die nämlich mal benutzen bei Gelegenheit. Ja, aber wo bekommen wir jetzt solche Teile her? Wir benutzen jetzt auf alle Fälle erstmal hier das Wurmloch. Wir werden natürlich mal gleich weiter marschieren auf der einen Seite. Dann wir uns allerdings gleich mal einen Baum fällen, dass wir hier eine ordentliche Feuerstelle haben. Weil das geht ja mal gar nicht. So. Sehr schön. Ja, ja, ihr Hasen. Jetzt sagt mal, ne? Immer mit der Ruhe. So, den Rest lassen wir einfach. Sehr schön. Da. Wird dann nicht doch gesucht. Wo kommt man da raus? Achso, ja, anklicken und so Zeug. Sehr schön. Oh. Hier unten. Da war ja was. QAA. Okay, und der ist noch nicht mehr sauer auf uns. Das ist sehr schön. Kann man dann als weiblicher Charakter diese Büffel rasieren? Hallo lieber Büffel, mein Name ist bla 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 und ich möchte dich mal eben rasieren. Was würde ich als Büffel dazu wohl nur sagen? Ich wäre wahrscheinlich hellauf begeistert. Mehr als du hellauf begeistert, wir könnten eigentlich die ganze Kacke mal mitnehmen.
Und die geben wir ihm dann und dann darf er die Kacke transportieren. Das ist doch mal eine Idee wert. Aber ansonsten gibt es hier ja wohl eher weniger zu sehen. Mal gucken, dass wir auf die andere Seite dann da... Hallo, pick auf, pick up. Dass wir dann auf die andere Seite dann kommen. What the heck is... Okay. Ja, ja, es ist doch schön, dass du dich anguckt. Au! Ich frag mich gerade. Nein, au, au, au! Ja, die können den Hund angreifen, erstens mal. Ich wollte gerade. Massenbullen, Gangbang. Gangbang-Bullen. Ach, ihr werdet davon nicht gefressen und gebissen. Ja, ihr seid ja solche Opfer. So. Ey, lass meinen springenden, hechelnden Hund Dings auf. Oh, Babybüffel. Und nö? Oh, 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 Feuer, Feuer, Feuer! Ah. Chester, was ist los? Frisch. Nein, das war die falsche Taste. Sehr schön. Okay, also halt, ich habe ja gesagt, ich wollte ja eigentlich in der Nacht übernachten. Schlafen, egal. Dann bleiben wir noch wach. Weil jetzt macht es dann auch keinen Sinn mehr. Weil jetzt steht hier schon eigentlich das Feuer, ne? Das ist ja dann eigentlich auch egal. Und wie ich gerade sehe, sind wir eh schon wieder fast am Ende des Parts. Komm, dann würde ich... Oh, wir haben gar keine Axt mehr. Moment. Aber so geht das aber nicht hier, ne? So, weil den Baum hätte ich noch gerne. Wenn er schon so einsam und verlassen hier rumsteht, und wir werden hier gleich ein paar pflanzen. Und sobald dann der Tag anbricht... werde ich dann auch schon wieder einen Schnitt machen müssen. Mhm. Leider, leider. So. Dann gucken wir mal da drüben weiter auf alle Fälle. Das macht jetzt voll Sinn zu sagen, wir gucken mal da drüben weiter und ihr seht noch nicht mal, wo ich das meine. Wir gucken mal, dass wir da rüberkommen irgendwie. Was? Ach Gott, heul halt rum, du. Nein, Mädchen heulen noch nicht mal so rum. Jetzt muss ich Inventar aufräumen. Also den müsste ich dann wahrscheinlich immer dabei haben. Okay, ist gar kein Problem. So, sehr schön. Okay, dann soll uns das auch vorerst gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe doch sehr, wir sehen uns alle im nächsten Part wieder. In diesem Sinne, Baba!